einen super Schuss gehabt, rechts und links. Bei Norbert wusstest du nie, was er macht. Er hat eigentlich alles gehabt, was man braucht, um bei Bayern München zu spielen. In 7 Jahren 7 Titel hier zu gewinnen, das war schon traumhaft. Norbert Nachtwey. Er ist der erfolgreichste Bundesliga-Fußballer aus der früheren DDR. Kein Sammer, kein Ballack, kein anderer Ossi gewinnt mehr Titel und Pokale als er. Und keiner muss dafür mehr riskieren. Seine Geschichte beginnt hier, in Bursa. Türkische Millionenmetropole knapp 100 Kilometer südlich von Istanbul. Hierhin kehren wir mit Norbert Nachtwey zurück. Dieses Hotel, das während unserer Dreharbeiten im September restauriert wird, nutzt Nachtwey als Ausgangspunkt für seine Flucht in den Westen. Naja, hier ist es entstanden. Das ist schon eine Erinnerung. Das sind 45 Jahre her und puh, ist schon eine schwierige Situation jetzt für mich, wenn ich wieder hier stehe und die Erinnerungen kommen wieder hoch. Das ist schon mächtig. Das damalige Hotel der DDR-Nationalmannschaft. 15. November 1976 saß ich hier mit meinem guten Freund Jürgen Pahl an der Bar nach dem Spiel gegen die Türkei. 1-1 haben wir gespielt. Und dann gesellte sich hier ein amerikanischer Reiseleiter dazu. Weil Pahl anders als Nachtwey gut Englisch spricht, kommen sie ins Gespräch. Reden über Reisen, Träume und die Bundesliga. Eigentlich sind den DDR-Auswahlspielern solche Westkontakte strengstens untersagt. Wir hatten ja ein Limit gesetzt gekriegt von unseren Trainern und Delegationsleitern, dass wir so bis 23 Uhr hier uns aufhalten konnten. Und wie gehabt und wie gedacht, es ging die Lifttür auf und unsere Delegation kam da raus und es war 10 nach 11. Also wir waren 10 Minuten über der Zeit, ja, und das haben die ja überhaupt nicht gern gesehen. So eine Undiszipliniertheit. Und das Erste, was sie gesagt haben, erstmal mit dem Daumen gezeigt zum Lift, zum Zimmer hoch und das kostet. Unauffällig flüstert der Amerikaner den beiden eine Zeit zu und zeigt auf die Nummer seines Zimmerschlüssels. Für Nachtwey und Pahl beginnen die entscheidenden Stunden ihres Lebens. Der hat uns dann schon erwartet, stand auch schon Getränke auf dem Tisch. Ich glaube, wir haben sogar einen Whisky getrunken, der erste in meinem Leben. Ja. Und dann haben wir einen Schlachtplan gemacht. Ja. Der sieht vor, dass Nachtwey und Pahl im Mannschaftsbus nach Istanbul mitfahren. 3 Stunden über Land. Sie reden kaum, versuchen nicht aufzufallen. Im Kopf immer dieselben Gedanken. Ich musste mich von allem trennen, von allem lossagen. Familie etc. Ein neues Leben beginnen, das war halt die Frage. Und wir haben ja alles in der Nacht vorbereitet. Es ging ja nur noch darum, um den Schritt wirklich zu wagen. Der Schlachtplan ist einfach. Vor der Rückreise in die DDR dürfen sich die U21-Kicker 2 Stunden auf Istanbuls großem Bazar austoben. Nachtwey und Pahl wollen stattdessen in das Hotel des Amerikaners fahren. Der ist bereits in Istanbul, erwartet sie und will dann alles regeln. Und dann wurde es immer enger, Zeit wurde knapp. Ja, es war halt komische Situation, entweder oder. Und dann haben wir gesagt, mach mal. Taxi, zack, weg und hin. Gar nicht lange mehr drüber nachdenken, weil dann macht man es nicht mehr. Man muss sich für einen Moment überwinden. Herzklopfen waren natürlich brutal, als wir dann ins Hotel gekommen sind und nachdem Mister sowieso gefragt haben, er war tatsächlich da. Ja. Hat uns mit offenen Armen empfangen, war ganz locker. Und dann sind wir mit ihm, zack, ins Auto. Amerikanische Botschaft, Deckel drauf.
In Istanbul beginnt ein diplomatisches Katz-und-Maus-Spiel mitten im Kalten Krieg. Im Fokus der frisch gebackene Republikflüchtling Norbert Nachtwey. Wir waren ja sicher, safe in der amerikanischen Botschaft. Und dann haben die uns so mal beiläufig gefragt, wo wir denn nach Amerika hin wollten. Ja, das haben wir natürlich dann abgelehnt. Wir haben gesagt, natürlich Bundesliga, Bundesrepublik. Dann haben sie sich mit dem deutschen Konsulat in Verbindung gesetzt. Und dann haben sie, die haben dann einen Mitarbeiter rübergeschickt in die Botschaft. Und der hat uns dann abgeholt. Nächste Station, türkischer Geheimdienst. Es war halt wie im Film. Der hat so einen Schnurrbart gehabt und hat geraucht und kam von denen raus. Ich habe gedacht, wir haben den fast gar nicht mehr erkannt. Ja. So hat der, so voller Qualm war der Raum. Ja, das war alles, das hat sich gezogen. Ja. Vielleicht waren sie mit so einer Situation auch noch nie konfrontiert. Nachtwey und Pal sollen in Istanbul untertauchen. Bei einem deutschen Pfarrer werden sie versteckt. Nach dem zweiten Tag spätestens haben wir uns dann mal auf die Gasse getraut. Natürlich nicht so weit weg, wir mussten ja auch wieder nach Hause kommen in dem Sinn. Ja, es war abenteuerlich. Es war eine Riesenstadt, die hat damals schon pulsiert. Es waren an allen Ecken und Kanten waren Bars. Ja, haben wir ja auch so noch nie gesehen, aber wir haben uns rausgetraut, haben das eine oder andere Bierchen getrunken, ohne jetzt wirklich an die Stasi zu denken oder an andere Verbündeten von der DDR, die uns wahrscheinlich auch gesucht haben. Ja. Das haben wir ausgeblendet. War sicherlich jetzt nicht immer ganz gut, ja, dass wir so freizügig mit unserer Situation umgegangen sind. Aber wir haben Glück gehabt. Es ist ein ungelöstes Rätsel, warum die Sicherheitsdienste der DDR und der UdSSR nicht zugreifen. Sie lassen Nachtwey und Pal gewähren. Und als dann der Zeitpunkt da war, haben die uns ja auch beide separat in Pkw zum Flughafen gefahren, direkt an die Maschine, Gangway hoch, in die Maschine rein und dann war das Ding erledigt. Abflug Richtung München. Es steht ein langes Verhör beim Verfassungsschutz an. Dort bekommen sie Pullover und Winterjacken und zwei Tickets für das Weltpokalfinale 1976 zwischen Bayern München und Belo Horizonte, das am gleichen Abend stattfindet. Fabern hier, das Zelt und alles ist ja gewaltig, Olympiastadion. Ja, also das war schon sehr beeindruckend. Im Stadion dann weniger, weil es nicht ausverkauft war. Ja, Bayern hat 2-0 gewonnen. In der Münchner Kälte frieren Nachtwey und Pal mindestens so wie die Brasilianer. Der FC Bayern müht sich, die Tore fallen erst spät. Das erste gelingt Gerd Müller, das zweite Jupp Kapellmann. Nach einem 0-0 im Rückspiel sind die Münchner erstmals Weltpokalsieger. Zur gleichen Zeit in Polleben, Mansfelder Land. In Nachtweys Heimat erfährt die Nachbarin als erste von Norberts Flucht. Im Radio. Schon kurz darauf müssen die inzwischen verstorbenen Eltern des Fußballers in die nächstgelegene Stasi-Zentrale nach Halle an der Saale. Im Hinterhof seines Elternhauses trifft Nachtwey auf seine Geschwister. Also die haben mir angeschrieben oder angerufen und haben gesagt, komm, man bringt die Zahnbürsten hier mit. Und meine Mutter gesagt, oh, da müssen wir in die U-Haft oder irgend sowas. Ja. Die haben ja gar nichts damit zu tun gehabt. Also so haben die ein bisschen gedroht und dann haben sie halt wieder die Fragen gestellt. Hat der sich gemeldet und was weiß ich alles. Sie haben ja auch versucht, der Vati sollte dich ja zurückholen. Ja, das weiß ich. Ja. Das weißt du. Er sollte dich zurückholen. Versuchen. Und das hat er abgelehnt. Ja, haben sie ihn aus der Partei entlassen? Dann ist er aus der Partei, gesagt, oh, aus der Partei Scheiße, gegangen. Ich bin kein Parteifreund. Ja. Etwa zur gleichen Zeit geht es für Nachtwey und Pal von München weiter nach Gießen. Ins zentrale Bundesaufnahmelager für DDR-Flüchtlinge. Hier erleben sie, was die Flucht mit anderen Menschen macht. Diese Traurigkeit der Leute, obwohl sie ja eigentlich auch in Freiheit jetzt gelebt haben, nach langer Zeit der Quälerei.
freigekauft der Leute, die auch teilweise unter Folter standen. Das hat man denen auch in den Gesichtern angesehen. Das war schon ein bisschen erschütternd, erdrückend. In der Gießener Tristesse müssen Nachtweih und Paul nur ein paar Tage durchhalten. Sie erklären immer wieder, dass sie nicht aus politischen, sondern rein aus sportlichen Gründen kommen. Plötzlich meldet sich ein Funktionär der Frankfurter Eintracht. Das ging alles über die Schiene Wolfgang Mischnick, der ja auch aus Sachsen-Anhalt stammte damals. Er war auch immer Verwaltungsrat bei der Eintracht und hat diese Kontakte immer noch zu diesen Sportministern oder zu anderen Leuten gehabt, die ihm die Nachricht zugesandt haben, dass da zwei Fußballer abgehauen sind und die jetzt in Gießen sind. So ist es gelaufen, haben uns abgeholt und dann ist erstmal das erste Fenster aufgegangen. Nachtweih und Paul greifen zu. Sie unterschreiben ihren ersten Profivertrag. 100.000 Mark sollen sie bekommen. Aber der Fußballverband der DDR setzt eine Sperre gegen die beiden Flüchtlinge durch. Über ein Jahr dürfen sie bei den Profis nicht spielen, lediglich trainieren. Und bekommen im Monat nur 2.000 Mark. Aber für das bisschen Training? Ich habe ja eben aus Quatsch gesagt, die ersten zwei Jahre habe ich hier ja nicht geschwitzt. Zahlreiche Extrameter machen Nachtweih und Paul in den Nächten. Zu Anfang häufig im berüchtigten Frankfurter Bahnhofsviertel. Was sie im Schein des Rotlichts erleben, ist für die ehemaligen Nachwuchshoffnungen von Chemie Halle eine neue Welt. Und es hilft gegen Heimweh. Der Schuler Lorenz hat auch im Hotel gewohnt. Ja, der kam nicht in unser Zimmer rein, aber der war Frühaufsteher, hat aus dem Fenster rausgeguckt und dann hat er halt gesehen, wenn das Taxi um die Ecke kam. Ja. Ach, kommt ihr schon wieder aus der Stadt? Trainer, wir sind noch jung. Auch die Presse nimmt Notiz von den nächtlichen Ausflügen. Eintracht-Trainer Jula Lorand macht Nachtweih zum Nachtfalter. Er wirkt geradezu verzweifelt. Nachtweihs Mutter im fernen Polleben auch. Aber du warst, du musst da eher lügen. Hast halt die Bilder geschickt mit diesen Bekanntschaften, was du da so kennengelernt ja, hast. Hab ich. Und ja, ja. Und so, es sieht aus, als ob es aus dem Puff wäre. Ja. Und so war es dann auch. Ja? Na? Hab ich da hatte doch noch keine Ahnung, Mann, ja, da war 19 nein. Jahre. Also Hatte ich mal eine Prostituierte, oder? Ja, na klar. Die Mutter ist halb verrückt geworden. Nein, ihr müsst mich verwechseln. Nachtweih genießt seine Freiheiten. Welches Risiko er eingeht, erkennt er nicht. Also ich habe überhaupt keine Sekunde daran gedacht, dass wir irgendwie in der Hinsicht eine über die Mütze kriegen können oder eine Pille ins Glas oder was weiß ich, weil wir uns immer auch versucht haben, wenn wir die Frage gestellt gekriegt haben, was waren die Gründe und so weiter. Ja? Da haben wir ja immer gesagt, es waren rein sportliche Gründe. Am Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin, dem einstigen Wohnzimmer des DDR-Fußballs und von Stasi-Chef Erich Mielke, treffen wir Dr. René Wiese. Der Sporthistoriker kennt Nachtweih und dessen Strategie, öffentlich nur über sportliche Fluchtgründe zu sprechen. Das ist erstmal als persönlich sehr klug einzuschätzen, weil man sich einfach schützen konnte dadurch. Also man sollte, glaube ich, nicht Staatssicherheitsminister Mielke noch mehr reizen. Und ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Strategie, da nicht aufzufallen erstmal, sondern nur rein sportlich durch Leistungen in der Bundesliga zu glänzen. Ab März 1978 darf Nachtweih in der Bundesliga ran. Und hier beeindruckt er mit fußballerischen Qualitäten. Für Eintracht Frankfurt erzielte er in 120 Spielen 26 Tore. Eines schöner als das andere. Eine unglaubliche Vielseitigkeit. Der konnte ja auf alle Positionen spielen. Wenn du gesagt hast, spielt links, obwohl der Rechtsfuß war, war er auch beidfüßig. Auch im Grunde genommen auch, ist egal, wo der gespielt hat. Wenn du dann so viele Superstars hast, wie Grabi, Holz und wie sie alle heißen, die haben mal mit dem gespielt und die haben sofort gespürt, ja, mit dem kann man spielen. Und da hat er auch die Bälle gekriegt. Bei dieser Kategorie musst du ja immer aufpassen, die haben ja nicht jedem den Ball gegeben, das weißt du ja. Das war ja alles eingeteilt, wo du warst. Da warst du ja nicht so einfach, dass du da mitspielen durftest.